In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. So, ihr Lieben, wir haben das Bett von Comfort Baby zugeschickt bekommen, als wir erfahren haben, dass wir unser zweites Baby bekommen. Oder baut das jetzt auch auf, damit ihr das sehen könnt. Ja, das ist das 7-in-1 Babybett von Comfort Baby. Und wir dachten, wir nehmen euch mal mit, wie das alles aufgebaut wird und was alles dazu kommt. Also die hier brauchen wir gar nicht, glaube ich. Das ist die Verlängerung. Das brauchen wir nicht. Wo weißt du das? Das ist die Verlängerung, Schatz, wenn du das so oval machst. So, was? Wir freuen uns total. Das sieht unnormal schön aus, ne, auf den Bildern. Das ist aber nicht so viele Teile, nee, ne? Das ist schon mal gut, ne? Scheiße. Süß. Was ist das hier? Guck mal, was ist hier? Was machst du? Schatz, das ist nicht viel. Ist auch nicht das sind nur die runden Dinger und dann auch hier diese zwei Platten. Oder? Machen wir mal gespannt. Und es gibt noch ein Paket. Ach so, wo ist das? Ach hier. Das ist das zweite Paket. Und das ist auch direkt mit so einem Bettset drin. Also und das kann erstmal. Set. Ja, Babi, Jans, hier. So. Hier, Baba. Ja, genau. Als wir erfahren haben, dass wir schwanger sind, hat uns Comfort Baby angeschrieben. Und das kam voll passend auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht. Nicht, dass ihr drauf tätet, ne? Schatz, ja. Nicht, dass du drauf trittst. Nee, ich glaube, ich habe die wieder zurück in die Küche. Nina, hilfst du, Baba? Ja, Baba. Another line up, another downfall, but we stand up again. Another wrong turn, one more time heavy, one more time guilty. Show me how to cope. Show me how to forget that we did something that we can't bury. Doesn't matter if we close our eyes. We did something that I can't carry. So tonight, let's pretend. We are lighter than the wind. Ich meine, das gehört ja mit dazu. So, ihr Lieben, das ist jetzt die Matratze. Die ist auch total fest. Also, die ist nicht so weich. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Ja, das ist jetzt das Äußere sozusagen. Und jetzt kommt das Himmelbett, die Decke, hier die Umrandung. Ja, jetzt sind wir mal gespannt. Und hier ist noch so ein süßes Sternkissen dabei. Baba, keine Ahnung. Au, au, au. Schmeiß das in den Mülltonne rein. Aber da. Au, au, au. So, ihr Lieben, das Babybett steht jetzt. Total süß, da war auch dieser Stern dabei. Ist jetzt alles weiß. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen. Hier ist eine schöne Schleife dran. Also bis wir das hier dran gemacht haben, sind wir gestorben. Weil wir nicht wussten, wie man das richtig dran macht. Hatten wir auch bei Lina das Problem. So, und das steht jetzt. Das sieht total schön aus. Lina spielt übrigens. Und die haben wirklich an alles gedacht. Man kann hier Aufkleber draufkleben, damit man die Schrauben nicht sieht.
Ja, ich finde es so schön. Den Rest haben wir jetzt in den Karton gepackt wieder. Das kommt jetzt in den Keller. Hier ist noch eine größere Bettdecke dabei für später, was ich auch total cool finde. Dann nochmal eine extra Matratze, wenn man das erweitert. Richtig schön, ne Schatz? Mhm. Den hat sich auch kurz reingelegt, aber... Und das ist so schön gepolstert. Hier ist nochmal so eine dicke... so ein dicker Kissen drauf, den man beziehen muss. Hier ist der Kissen. Und hier die kleine süße Decke. Gefällt's dir da drin? Schläfst du heute da drin? Ach, damit die Nacht aufstehen und runterkommen. Ne? Ja, ne? Das kann ich übrigens natürlich auch verstellen, dass man das ganz runter macht. Ja, das ist ein Stern mit einem Panda drauf. Baby. Soll ich ein Baby bringen? Ja. Okay. Ah, hier ist dein Baby. Nein. Nicht dieser Baby? Nein. Welcher denn? Baby. Ja. Ja. Hier ist Baby. Ja? Ja. Ja, du bist ein bisschen zu klein für das Bett. So klein oder so groß? Das war ironisch. Guck mal, die legt sich rein. Ach! Ja. Lina, nicht, dass das einstürzt. Einsturzgefahr. Ja, Schatz, soll ich dir helfen? Annem, du bist ein bisschen zu groß dafür. Emi, habt ihr? Nein. Doch, aber ich habe Angst, dass die da runterfällt. Ich bin jetzt kurz zu Hause. Wir fahren jetzt zu Mama. Ich habe voll vergessen, dass Hakan morgen seinen deutschen Pass bekommt. Also zum Bürgeramt muss. Ja, deswegen schlafe ich halt bei meiner Mama. Übrigens hat die Arzthelferin angerufen. Boah, die hat mich so aufgeregt. Ich habe ja die ganze Zeit angerufen wegen meinen Ergebnissen. Und dann sagt sie zu mir eiskalt: Ja, kommen Sie morgen oder übermorgen die Ergebnisse abholen, Ihre Blutwerte. Boah, ich könnte so kotzen, ne? Und das hat mir voll den schlechten Gewissen gemacht, ist ja klar. Und dann war ich ja gerade mit Hakan in den Arkaden. Ich habe direkt einen Schwangerschaftstest gekauft, nochmal von Clear Blue. Weil ich einfach ich hatte einfach Schiss. Ja, dann habe ich geschaut, war 3 plus, also vorher war das ja 2 bis 3. Das heißt, meine HCG-Werte sind hochgegangen. Das ist schon mal gut. Ja, ich werde jetzt morgen auf jeden Fall zum Frauenarzt gehen mit Auli zusammen. Der meinte, warum machst du dir so einen Kopf? Aber ich glaube, das kann kein Mann verstehen und keiner nachvollziehen. Weil, keine Ahnung. Das muss man erstmal gespürt haben. Ja, jetzt packe ich die Sachen für Lina ein. Ich muss ein Oberteil für mich einpacken. Das habe ich auch. Und mir ist total schlecht gerade. Aber oh, dann meinte auch, du hast die Anzeichen, mach dir keinen Kopf. Aber man will sich halt sicher sein, ne? So ist das. Naja. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind mittlerweile bei meiner Mama. Und ich wollte gerade frühstücken. Also wir haben eigentlich schon gefrühstückt. Ich habe ein Vanilleteilchen gegessen. Vulkan war kurz bei der Bäckerei. Und ja, jetzt wollte ich mir, also habe ich mir auch Lina Eier gemacht. Später machen wir Köfte. Also so kleine Burger, kennt ihr ja bestimmt, ne? Ich muss mal hier den Fernseher lassen. Und ich will deinen Schatz. Genau, auf jeden Fall warten wir jetzt auf Hakan, damit wir heute zur Behörde können. Der muss ein paar Papiere abholen wegen seinem deutschen Pass. Was denn? Eier? Ja, ich muss eben uns meine Tabletten aufnehmen. Ich habe die heute noch nicht genommen. Wir haben auch noch, wie viel Uhr haben wir? 11.30 Uhr, wir sind seit 7 Uhr wach. Ich wollte heute zum Frauenarzt gehen. Aber unser Frauenarzt macht donnerstags erst um 14 Uhr bis 18 Uhr auf. Voll komisch. Keine Ahnung, ey. Da war ich ja auch bei dem Frauenarzt, aber mittlerweile denke ich mir, oh, der hat auch gesagt, willst du nicht lieber deinen Frauenarzt wechseln? Keine Ahnung. Ich weiß, wenn man ein gutes Gefühl hat, soll man ihn ja wechseln.
Aber die kennt halt schon alles von mir. Ich weiß, dass ich eine Einleitung hatte und keine Ahnung, mal schauen. Wenn das nächste Mal jetzt auch sowas Schlimmes passiert, nicht Schlimmes, sondern wenn sowas passieren sollte, dass sie mich nicht mehr am Telefon aufklären, dann denke ich nicht, dass ich weiter da bleiben werde. Weil man soll ja immer auf sein Bauchgefühl hören. Ja, auf jeden Fall sind sehr viele Mamas dabei. Sehr viele neue Mamas auch. Die jetzt auch dieses Jahr Mama werden, habe ich gelesen. Das freut mich total. Das heißt, dann kugeln wir alle zusammen dieses Jahr. Und ich freue mich schon auf eure Tipps und dass wir uns austauschen können. Da freue ich mich total drauf. Was denn? Ja, soll ich eine Gabel geben? Voll cool, meine Mutter hat hier so eine Schublade. Und hier hat sie die ganzen, also total viel Besteck. Ja, mir ist immer noch nicht so viel übel. Also mir ist übel, aber ich muss mich nicht übergeben. Ach, ich verstehe das auch nicht. Naja, jetzt essen wir erstmal und danach muss ich mich umziehen. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt fertig gemacht und wir fahren jetzt auch gleich los. Meine Mutter hat kein Wasser. Also von 8 bis 16 Uhr gibt es kein Wasser hier. Ja, und wir haben jetzt 2 Uhr. Mal schauen. Audit holt uns auf jeden Fall ab. Dann machen wir was. Ich weiß aber noch nicht was. Und später kann er dann rausgehen ein bisschen. Ich werde jetzt Lina langsam anziehen. Oh, ich habe gar keinen Bock rauszugehen. Ich habe ehrlich gesagt nur Angst, dass das draußen passiert. Übrigens habe ich den Schwangerschaftstest. Den habe ich gestern gemacht. Und dann kam. Sieht man nicht. Warte, Lina, tu mal dein Köpfchen da weg, Schatz. Da steht 3 plus. Was ist das? Ein Schwangerschaftstest. Sag mal, das ist fürs Baby. Papa. Ja. Schatz, ja, wenn du jetzt nicht mit isst, dann was muss was anderes machen. Aber was mit Hähnchen ist, haben wir jetzt ein warmes Wasser? Nein, ich will was mit Hähnchen machen. Aber Ababat! Nicht Bad, what? Aber Bad! Was sollen wir kochen? Was sind das für Eier? Du hast gestern 2 Eier gegessen, heute 2 Eier gegessen. Essen wir Ei morgen, ja? Du hochedle Fledermaus, Lena. Deine Freigebigkeit ist groß, dein Ruhm und grau. Der Elefant ist Lena ist grau. Nein, warte, Lena ist pink. Rot. Die Tomate ist rot. Orange. Orange. Es gibt nur 4 blau. Was machst du? Blau. Krass, der erkennt die Farben immer noch. Blau. Schwarz. Habe ich schwarze Haare? Schwarz. Ich schwöre, das Ding ist echt cool, ja. Mama! If you're happy and you know what's on your feet. Schatz, weißt du überhaupt, dass die Kamera die ganze Zeit läuft? Ach so. Also, was soll ich jetzt machen? Kannst du jetzt hier? Mama! Mama! Wenn du Lust darauf hast, dann können wir das ja machen. Wenn ich später Hunger habe, dann esse ich das. Schatz! Wenn du das essen willst, dann machen wir das. Ich werde mir das dann später auf den Schuh ab. Mega. Oh. Hast du mal vermisst, Lina? Du Angsthase. Nein, ich will nicht. Was soll das denn? Voll am Flutschen. Ah.
Warte, komm, wir kochen jetzt, ja? Ja. Was sollen wir kochen? Heiß. Also mit dir. Heiß. Die Reis. Heiß. Heiß. Ach so, ich habe Reis verstanden. Sollen wir Reis kochen? Ja. Ich weiß nicht mal, was das ist. Also der Reis eher? Nein. Der Brinch? Ja. Brinch, Brinch? Nein. Genau, genau. Ey, weißt du, worauf ich gerade Bock habe? Diese rote Reis. Aber scheiße, du magst das. Alter, kennst du das? Wenn jemand mich Bock auf was hat, hast du was drauf. Ja, egal, mach. Doch, doch, mach. Das stinkt und du kannst das niemals jetzt essen. Ich will einmal nur kotzen, dass das so anfängt, weißt du? Du willst kotzen? Komm, mach deinen Mund auf. Schatz, das stört unnormal. Denk mal, du hast die ganze Zeit hier irgendwas, weißt du? Eine Karotte. Matsch. Matsch, nein. Oh, der macht jetzt Hähnchen. Eigentlich wollten wir Hähnchen machen mit hier jungen Erbsen und Möhren und dieser Soße dazu. Ja, machen wir doch. Ach so, okay. Lena, Lena. Ba, ba, ba. Schatz. Das ist rohes Fleisch. Ba. Ja, und dazu gibt es dann Hähnchen. Und Lina. Und Linas Ärmchen. Hier ist viel Fleisch bei. So, Baba. Baba, ja, Baba. Ja. Mama. Du filmst aber gut, ja? Mama, meine Baby. Mama. Ja, dann geh, setz dich bitte. Sollen wir mit deiner Puppe spielen gehen? Adi, Lena. Ja. So. Papa kocht jetzt. Sollen wir mit deiner Puppe spielen? Was, willst du eine Ohren essen? Nein, hey, du hast gestern 2 Stück gegessen, hm? Nein. Da, Chipwaronen. Du hebst eine. Also da ist dieser Knochen drin, aber ist egal, oder? Ist für dich? Super. Mama ist egal. Egal. Komm, wir gehen mit deiner Puppe spielen. Püppchen, wo bist du? So, das ist jetzt die Soße. Audrey hatte da drauf voll Bock heute. Dann Hähnchen und Salat. Und Lena tut schon mal Hähnchen rein. Das reicht jetzt mal. Ess das erstmal. Tam jetzt Herr Lina, ohne ihr? Talk, Another